Bad Belzig liegt mitten im Naturpark Hohe Fleming. In der Karl-Marx-Straße 6 hat die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig 250 Wohnungen in eigenem Bestand. Geschäftsführer Steffen Tschirsch und die Stadtwerke Bad Belzig betreiben hier einen Spitzenlastkessel und ein Blockheizkraftwerk in Kooperation. Wir versorgen hier unsere Wohneinheiten mit Strom und Wärme. Die Mieter sparen hier ca. 20% der Heizkosten vor Umstellung und wir sparen hier ca. 22 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Guten Tag, Frau Leo. Guten Tag, Herr Schürz. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Heizung läuft? Heizung läuft und schön, dass es nicht teurer geworden ist. Kommen wir über den Winter. Wir kommen gut über den Winter. Die Stadtwerke Bad Belzig sind für Fernwärme, Trinkwasser, Abwasser und das Gasnetz sowie den Gasvertrieb zuständig. In Kooperation mit der Wohnungsbaugenossenschaft realisieren die Stadtwerke zwei weitere Blockheizkraftwerke in der Wiesenburger Siedlung am Stadion. Die Stadtwerke Bad Belzig sind regional stark verwurzelt. Wir sind ein kommunales Unternehmen und sind natürlich unseren Bürgern ganz besonders verpflichtet. Dazu gehört natürlich auch, dass die Wohnungen bezahlbar sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt hier sind natürlich die Strom- und die Wärmekosten für die Heizung. Mitarbeiter der Stadtwerke und der Wohnungsbaugenossenschaft sind zur Baubesichtigung in der Wiesenburger Siedlung verabredet. Die Siedlung besteht aus 135 Wohnungseinheiten. Seit 4 Jahren werden die alten Ölheizungen nach und nach zurückgebaut und durch 2 moderne Blockheizkraftwerke ersetzt, die mit Erdgas betrieben werden. Die Baumaßnahmen laufen, aber in einem Wohnblock ist die umweltfreundliche Anlage schon installiert. Wie Sie sehen, ist das ein erdgasbetriebener Motor, der ganz umweltbewusst aus Erdgas Wärme und Strom macht. Und hier sehen wir nebenan die Pufferspeicher und hier hinten sehen wir, was wir auch noch brauchen, einen Spitzenlastkessel. Wenn es wirklich ganz knacke kalt draußen ist, dann reicht unser Blockheizkraftwerk nicht aus. Dann kann der zufeuern und macht Wärme. Die Wärme vom BHKW wird hier in den beiden Pufferspeichern erstmal zwischengespeichert. Da sind insgesamt 1600 Liter Wasser drin. Dann hier haben wir den weißen Behälter, der macht warm Wasser. Insgesamt mit dieser Strom- und Wärmeversorgung werden 24 Wohneinheiten versorgt.